Hallo Freunde Nacht und herzlich willkommen hier zur später Stunde zu einer weiteren Folge mit dem Thief Simulator 2 und eurem Cursed. Wir waren ja letzte Folge ein wenig orientierungslos. Was machen wir jetzt am besten? Wir brauchen Erfahrungspunkte, haben ein bisschen rumgeklaut, mehr oder weniger erfolgreich. Es ist ein bisschen keine große Katastrophe geworden. Aber wir brauchen dringend mehr EP, damit wir den automatischen Schlossknacker uns besorgen können, also Schlösser knacken 3. Damit wir A in mehr Häuser reinkommen und B den heißt, den Raubüberfall machen können. Wo ich ja doch schon ein bisschen gespannt bin. Ich habe zwar Sorgen auf, was das angeht, aber ich bin doch schon gespannt. Deswegen versuchen wir mal so ein paar Aufträge fertig zu machen. Einer davon führt uns in die 110. Und da müssen wir mal warten bis. Was war das jetzt? Bis 16 Uhr, dann haut er ab. Can you imagine? I keep buying toasters and they keep vanishing every single night. What is this? Da ist dann noch unsere Kamera fertig, sehr gut. Auch ein Foto von. Mal wieder ab. Hoffe ich mal, dass dieser Toaster ein Missionsobjekt war und wir damit was abschließen können. Das wäre doch schon mal hilfreich. Ja, das ist der richtige Toaster. Inventar leer und hoffen, dass er in der Zwischenzeit den Einbruch noch nicht bemerkt hat. Eiser Gegenstand. 3. Okay. Auch hier vor ordentlich Kohle. Dann. Schon mal die Kamera aus. Machen wir hier schon mal die Tür. Dann bricht man gleich nicht da hinten ins Schlafzimmer ein, wenn die beiden nämlich nicht da sind, der Hund und das Frauchen. Und das ist jetzt die 106. Die 106. Nee, 107 ist das, genau. Und außerhalb des Hauses ab 8 Uhr. Das Gefühl, dass die Tagzeiten länger geworden sind. Vor allem früher.
Hat aber lang gedauert. Ja, morgens, da wolltest du einen Toast machen, ist wahrscheinlich. Na komm. Ja, wir sollen nicht brauchen, um Protokoll zu schreiben, oder? Dann warten wir noch mal einen Tag, damit wir mehr Zeit haben. Bei der 106 müssen wir auch ein Fenster zerschlagen, ne? Das haben wir auch offen für den Fall, dass wir vielleicht schnell weglaufen müssen. War es jetzt auch das richtige Fenster? Ne, bei der 106 müssen wir ein Fenster zerschlagen, nicht bei der 107. Ups. Ups, 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 ups. Egal, den Rest können wir schon mal verticken. Das ist dann wieder Geld. $150 kostet mehr als. Ja, Schneidbrenner brauchen wir auch irgendwann mal.
Lauf. Ja, der verfolgt dann eigentlich, bis man vom Grundstück runter ist. Das ist ja natürlich spannend. Natürlich mal äußerst spannend. Und da war ja immer einer da. Auch eine Mission, ne? Ich komme mal wieder zu dir, ne? Findest es ja nicht so schlimm, dass ich gerade da hinten rumgerannt bin. Ein bisschen mehr aufpassen müssen, hat mich irgendeiner gesehen. Ja, knifflig, knifflig. Bestimmt bald wieder Fahndungsplakate von mir in der Gegend rum. Wir dann die letzten 150 Erfahrungspunkte sammeln. Was haben wir denn noch bei den Notizen an Aufgaben? Sechs Zerstörer, das Fenster kann ich nicht machen, da komme ich nicht dran. Da haben wir noch das Gemälde oben. Die Baustelle, da waren wir gerade. Atemtauschkamera in der Garage. Vom Schlafzimmer. Und das 12 wäre noch spannend. Das 11 wäre auch noch spannend. Da drüben 111, 112. Ja, ist auch ein Parkplatzwechsel. Inventar. Dann wechseln wir jetzt einmal darüber. Motto: neuer Parkplatz, neues Glück.
13. Dann war ich auch den Schlossnacken TT Stufe 3. Sicher Gartentore hier, es ist ja schon kriminell. Hier auch was zum Rüberklettern. Aber in der Garage. Dann warten wir mal einen Tag. Tun uns an die Kamera wieder. Sehr ganz unauffällig. Wenn die ganze Nacht da im Auto sitzt und pennt. Verstecke im Ständer, Mieter hat den Schlüssel. Bringen wir erstmal die Kamera an den neuen Unterstand ein und dann wäre das mal ein Versuch, vielleicht bei Nacht einzusteigen und schauen, ob man den Schlüssel klauen kann. Aber die sind jetzt mehrfach nicht da und haben Zusammenhaltszeiten, der sieht schlafen. Da steht ein Leppi beim Pool. Haben müssen sich ja scheinbar so. Erzählen ist jetzt gerade nicht zu Hause. Einfach, weil sie es gerade anbietet. Einfach zu gierig, was solche Dinge angeht. Einfach alles mitzunehmen, was sie so anbietet.
Ich erst da weiß, dass wir gleich wieder Terry sollte jetzt geliefert werden. Paketcode. Paketcode. Da unten bei der 1 war das doch gewesen. So 4252. Guck mal da, wir haben unser Level up. Sehr schön. Beides sogar Sachen. Telefon von Sandy. Sind beides sogar Special Sachen. Dann verkaufen wir jetzt einmal kurz den restlichen Krempel. Dann Pfandleier. Und dann fahren wir erstmal wieder zurück zur Basis. Dann können wir uns jetzt. Oh, das ist ja gar nicht gesund dann. Ich bin halt, was Autofahren angeht, überfordert, wenn es drüber geht, mehr ist als geradeaus zu fahren. Und Parken ist super. Kein Geld mitnehmen. Und dann fahren wir jetzt nach Hause. Erstmal den Skill. Schlossglocken Stufe 3. Dann holen wir mal die Specials aus dem Kistchen raus. Schauen wir mal nach, ob davon was jetzt bei Black Bay geht. Ja, den ersten Toaster-Geschichte haben wir fertig. Die ist doppelt. Okay. Okay, wir brauchen also noch einige Toaster. Pfandleier
Festplatte mal 3 fertig, auch schön. Ja, von dem Toaster können wir noch ein paar gebrauchen. So, sind eure Aufträge mit Sicherheit doch, oder? Ja. Direkt mit an. Schadet ja nicht. Robo-Tipps. Ne, keine. Okay. Stil hier, automatischer Dietrich 2500. Okay. Irgendwas. Ja, nichts Neues dazu gekommen. Und hier sind wir auch noch dran. Da fehlen uns noch 1500 Pi mal Daumen. Abheben. Das mal ab. Dann kaufen wir uns jetzt den Auto Dietrich. Yeah! So, Dietrich Schaufel 1. Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Aber wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Und dann versuchen wir nochmal hier richtig abzusagen. Diamanten, Ohrringe, Mikrowelle, Wanduhr, Smart Speaker. Cyberwaffnete Wachen, von denen eine zwischenzeitlich nicht da ist für 3 Stunden. Das ist der Dave. Das wird eine spannende Kiste werden, habe ich so ein Gefühl. Aber dazu kommen wir dann bei der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, jetzt noch die letzten Meter mitzumachen, bis ich mein nächstes Level erreicht hatte. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir das in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert natürlich auch gerne diesen Kanal. Das freut mich sehr. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Kirst.